Oh Gott, das ist ja eine ganz schwierige Frage. Es gibt Frauen, die sagen einfach, ein Ausländer ist mir eine rote Linie zum Beispiel. Oh, was? Zum Beispiel. Oder eine Frau, die sagt zum Beispiel, also, ich stehe nur mir auf... mir ist tatsächlich komplett egal, woher der Mensch kommt. Genau. Mir ist sogar egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. السلام عليكم خالتي مرحبا بكم معنا في يلا فيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني. لا فيديو اليوم راح تكون من اجمل مدن المانيا, راح تكون من مدينة كولن. تابعونا, لا فيديو راح تكون بزاف شابة اليوم. Hi. Feiern Sie Valentine morgen? Nein. Warum nicht? Habe ich kein Interesse dran. Also hast du keinen Freund? Doch, oder? Ich habe einen Freund, ich sehe den auch morgen, aber wir sehen uns einfach so und... Für euch Valentine ist ein ganz normaler Tag. Ja, wir haben uns jeden Tag lieb. Feiert der Valentine oder nicht? Valentinstag feiern? Ja, genau. Jein. Jein. Und du? Ja oder jein? Mhm. Gar nicht. Nein. Warum nicht? Weil ich es voll unnötig finde. Hast du keinen Freund oder ist es nur unnötig? Ich finde es auch unnötig, wenn ich einen Freund hätte. Also kriegst du kein Geschenk morgen? Nein, ich glaube nicht. Das ist unnötig. Nein, deswegen ist Valentinstag einfach so eine Ausrede für Geschenke. Ich finde, man könnte an jedem anderen Tag auch Geschenke machen. Ich bin da nichts, ja, Besonderes aber dran. Das stimmt. Aber zum Beispiel alle Mädels morgen kriegen ein Geschenk und du, nee, kriegst keine. Aber da ist zum Beispiel so auch keine Hintergrundgeschichte zu. Es ist einfach, ja, das ist nichts Offizielles. Aber ja, ich glaube, viele Frauen wollen gerne was haben morgen irgendwie. Dann haben sie mindestens eine Blümchen oder so. Viele Frauen wollen jeden Tag gerne was haben. Also es das ist war nicht richtig. Nur, ja, es ist nicht nur Valentinstag, sondern es ist einfach immer. Genau, Frauen, wir wollen immer Geschenke haben. Morgen über Valentine, morgen. Feiern Sie keinen Valentine? Nee. Warum nicht? It's Valentine Day. Oh, Valentine's Day. Oh, I have a girlfriend. I don't have a girlfriend. Or you have one? I have one, but I just don't realize so it. I just remember you that tomorrow is Valentine. Yeah, yeah. You have to say thank you for me. Yeah, thank you so very much, man. You have to come to buy something. That was the questions. If you are going to buy something for your friend, yeah, or just like... Okay, my situation is now I am living in Cologne. Okay. And my girlfriend is living in Istanbul. So right now she is in Cyprus. Okay. So I couldn't send any present to her because she's in a family. But like a good letter will be auch okay, like WhatsApp message, yeah, or something definitely like that. Yeah, I will do, yeah, it, man. Because you forget it. yeah, but I have a notification in here, like. On dirt should means February. Ah, okay. So I will. Perfect. Like, you are a smart man. Thank yes. you. Thank you. Okay. Have a nice time in Cologne. Yo, ciao. Do you know what we have tomorrow in all the world? No, Valentine Day. Okay. You don't make Valentine no, Day? Because I'm single. Ah, I was thinking it's your friend. She's my sister. Your sister? And you make Valentine? No, I'm single. You are also single. That's nice. Okay. But maybe next year you are, yeah, going to, yeah, make it. Morgen kein Valentine. Ich würde es gerne, aber es bietet sich niemand an. Also kein Freund? Nein. Ja, aber wir verstehen das falsch, weil eigentlich Valentine kannst du auch für deine Mutter, für deine Bruder, ach auch so, was verschenken, weil oh Valentine Gott, da bin ist ich jetzt so ein schlechter Kandidat. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ach so, okay, das tut mir leid. Muss ich nicht. Aber warum sind Sie immer noch Single? Du weiß lebst ich in nicht der schönen Stadt Köln. Ich weiß. Sprechen Sie ich Leute nicht an? Doch, oder? Ich war bis letzten Juli in der Beziehung, aber die ist kaputt gegangen. Und jetzt bist du vielleicht vorsichtig, um neue Beziehung, ja, anzufangen. Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr, wenn ich dich in der gleichen, ja, Platz hier, also vielleicht bist du schon mit deinem Freund unterwegs. Ja, vielleicht kaufe ich morgen einfach Blumen für meine Freunde. Das wird auch schon. Ja. Und, also ich habe heute einen sehr guten Freund von mir gefragt, ob wir uns eine Kleinigkeit schenken. Und er hat, tut mir leid, ist nicht böse gemeint, ja, aber sehr männlich gesagt, nein, weil Begründung aller Männer, man kann ja an jedem anderen Tag sich beschenken. Richtig. Das ist keine Entschuldigung. Der hat Angst vielleicht, irgendwas zu kriegen und dann sagst du, sind wir zusammen oder so. Nee, vielleicht. Nee, ich kenne seine Freundin, die ist total so, okay, lieb. Also, okay, das ist, Was gefällt dir an einem Mann am meisten so? Nimmst du die physische Seite oder woher kommt er oder was ist dir so wichtig an einem Mann? Oh Gott, das ist ja eine ganz schwierige Frage. Es gibt Frauen, die sagen einfach,
ein Ausländer ist mir eine rote Linie zum Beispiel. Oh, was? Zum Beispiel. Oder eine Frau, die sagt zum Beispiel, also, ich stehe nur mir auf... mir ist tatsächlich komplett egal, woher der Mensch kommt. Genau. Mir ist sogar egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist auch... Ja, lebe ich, also, lebe. Es ist mir komplett egal. Ja, genau. Mir ist nicht ganz egal, wie alt der Mensch ist, würde ich sagen. Das finde ich auch. Manchmal gibt's, also ich würde jetzt nicht mit einem Menschen zusammen sein wollen, der im Alter meiner Eltern ist. Stimmt. Aber ansonsten große Männer, wie alle Frauen. Ich habe Chance. Yeah. Nach dem Interview. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu reden. Das war nett. Dankeschön. Wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr finde ich hier unterwegs mit einer Frau oder einem. Oder beides. Oder beides. Dankeschön. Perfekt. Freut mich. Tschüss. Pass auf dich auf und hab einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao. لا فيديو لحقت الاخر ديالها ما راحش تكون اخر فيديو في هذا ستيل ان شاء الله راح نديرو لكم بزاف مواضيع شابين ولا عندكم موضوع تحبونا نسقسوهم عليه المره الجايه خليوها في لي كومونتير ان شاء الله قبل ما تروحوا خاوتي كاينه حاجه بزاف شابه حبيت نقول لكم عليها درت انترفيو مع اخونا موح ميكر دار لي انترفيو بزاف شباب اللي راه حاب يشوف هذا الانترفيو يدخل للقناه تاع موح ميكر خليت لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو ما تنساوش تابوني وعند خونا موح ميكر بزاف لي زوم هو يصورني يعني لا راح موح راح مالك جرماني دونك خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان ديالو راه الرابط تحت لا فيديو ان شاء الله تفتحوا الرابط تلقاو القناة ديالو اسمها موح ميكر ومام هو يدير بزاف لي فيديو تاع موتيفاسيون لي فيديو اللي يطلعوا المورال ان شاء الله هكذا نتلاقاو في فيديو جديده تهلاو في روحكم بزاف بزاف السلام عليكم بالمناسبة اخترا يبدا يطلع لفرنسا يبدا يشري في المسروق ويبدا يدير هكا ويخلي بزاف صوالح اللي يقدر يديرهم بار اكزومبل باش نهبل بها امير فلوغ روحة بدا حاجة كبيرة من خاصتني والله يا اخي شوف 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 شوف